Dies ist ihr Moment. In den Straßen von San Juan lauschen Demonstranten der Videobotschaft des Gouverneurs. Bis sie hören, worauf sie seit Tagen gewartet haben. Ricardo Rossello kündigt seinen Rücktritt an und in San Juan wird aus einer Demonstration eine Party. Ich habe die Forderungen der Demonstranten gehört. Nachdem ich mit meiner Familie gesprochen und gebetet habe, bin ich zu folgendem Entschluss gelangt. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass ich am 2. August von meinem Amt als Gouverneur von Puerto Rico zurücktreten werde. Knapp 2 Wochen lang gingen die Menschen in Puerto Rico auf die Straße. Bei der größten Demonstration vergangenen Montag waren es Hunderttausende. Ausgelöst durch die Veröffentlichung privater Chatnachrichten, in denen sich Rossello und Vertraute unter anderem frauenfeindlich und homophob geäußert hatten. Außerdem warfen die Demonstranten dem Gouverneur Korruption vor. Nun feiern Tausende in Puerto Rico ihren Sieg, den sie friedlich errungen haben.